So. Weißt du was? Wenn ich ein vorbildlicher Mensch bin, seile ich mich jetzt einmal komplett richtig ab. Schnell hier durch. Und Longinus ist da oben. Oh, hell. Jetzt könnte ich theoretisch doch da wieder hoch, ne? Aber das ist... Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ein Konvoi. Was sind das für Dinger? Kann ich nicht sehen hier auf der Karte, ne? Wir haben hier auf jeden Fall Bären. Zu unserer Linken müssten wir Bären haben. Was ist denn da los? Ach, brauche ich ja gar nicht. Warte. Okay. Eine Geiselnahme. Wenn ich da jetzt drauf schieße, dann werden die Geiseln sofort getötet. Das heißt, man müsste die echt, müsste da echt runter. Da kommen wir... Ich will da aber hoch. Mann. Und ich will den Bären. Warte mal, da sind Kletterhaken. Die erreiche ich, oder? Warte, 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 warte. Doch. Die erreiche ich sogar von hier. Was ist denn da oben? Kennt der nix, der Typ. Die Härte. So. Ist ja schon irgendwas von Bären zu sehen. Tatsache. Ich glaube, das kann ich aber knicken, oder? Pff, ist runtergefallen. Ja, den Bären habe ich jetzt verschreckt. Wir brauchen aber Bären. Können Bären echt gut gebrauchen. Was sind das da eigentlich? Was ist das? Das da? Ist das ein Schlauchboot? Uah. Adler. Fiese Scheiße, Adler. Ich gehe mal weiter hoch. Wir gucken mal, ob wir von da aus irgendwie nach Richtung Longinus kommen. So. Der ist da drüben. Ja. Verwirrend. Diese Adler sind verwirrend. Kann jetzt aber auch nicht hier irgendwie rüberkommen, ne? Och Mann, was ist denn das für ein Gedönse hier? Herrgott nochmal. Ich will da jetzt... Das gibt's doch nicht. So, jetzt sind wir wieder hier. Da sind wieder die Adler. Das war eine ganze Menge von den Viechern. Da könnten wir runter... Aber warum sollten wir das tun? So, dreh dich einmal um. Geht das nicht hier? Kannst du dich nicht umdrehen? Nein, er kann sich nicht umdrehen. Jetzt könnte ich hier wieder hoch. Hilfe! Was zum... Was war das denn? Freestyle-Climbing hier. Scheiße. Weißt du, so... Einfach gegen die Felswand klatschen, das steckt ja so weg. Aber mal kurz hier irgendwie runterrutschen, da ist sofort Holland in Not. Ach, da muss ich halt doch da durch. Herrgott. Kann doch nicht so schwer sein hier. Naja. Und wieder hoch. Jetzt da.
So. Naja. Sieht schon besser aus. Hätten wir auch schneller haben können, aber... Dami Ashram. Ach, hier ist er schon. Der war nicht direkt nebenan. Na, super. Na gut, wo steckst du? Longinus. Hier drin? AJ, mein Kind. Ich dachte gerade, wir sollten kooperieren. Du und ich. Und nun hat die Vorsehung uns zusammengeführt. Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Das ist ein Psalm. Das heißt, gib als Soldat dein Bestes. Selbst wenn das bedeutet, dass du dafür in ein gottloses Land wie dieses kommen musst. Als Soldaten beschützen wir unser Volk durch unser Willen zu töten. Und was brauchen wir, um unsere Aufgabe zu erfüllen? Glauben? Waffen, AJ! Waffen! Ohne sie, wie wollen wir durch das Meer der Angst gehen und die Wellen besänftigen? Hilf mir, AJ, und der goldene Pfad wird seine Waffen erhalten. Okay. Preiset Gott. Ihm sind endlich die Schuppen von den Augen gefallen. Es gab eine Sendung. Ein paar Hubschrauber über das Gebirge entsandt. Doch er stürzte ab. Du musst diesen Trecker nehmen und mir diese Sendung besorgen, bevor die Armee sie bergen kann. Der Herr wird schon für deinen Transport sorgen. Was hältst du davon? Amen. Amen. Nun geh! Gö, 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 gö. Der hat auch einen leichten Schuss, der Typ, ne? Ja, ich würde gerne... Erreiche den Sherpa. Hallo, AJ. Hi. Halte E, um den Himalaya zu reisen. Ich dachte, du bist ein Händler. Wenn wilde Tiere und Menschen sich dasselbe Stück Land teilen müssen... kommt es sicher zu Tragödien. Ja. Ich hoffe, du hältst den Rest der Reise die Klappe. Dann machen wir mal. So reist man also ins Himalaya. Der Bildschirm fadet aus. Es kommt ein Ladescreen. Und man ist da. Schieße auf Eisformation und lasse sie auf deine Gegner fallen. Longinus, der Tracker von dir zeigt an, dass ich nah dran bin. An was immer ich dir auch holen soll. Das sind gute Nachrichten, AJ. Aber pass auf, wenn du die Absturzstelle erreichst. Die Royal Army hat bestimmt Leute geschickt, um die Ladung des Helis selbst zu bergen. Schalte sie raus, wenn du musst. Und schleich dich rein, AJ. Okay. Wir sollen eine Sauerstoffmaske finden. Kann der Typ sich nicht eine mitnehmen, wenn er in den Himalaya geht? Ich meine, das fällt ihm ja früh ein. Arbuda, 8013 Meter Höhe. Ohne Sauerstoffmaske. Das ist echt... Ja, ich gehe mal in den Himalaya rein. So, tap, tap, tap. Oh, bin da. Sichtweite ist begrenzt. Nutze dies als Vorteil. Meine ist nicht begrenzt, okay. Sind das Gegner? Ich nehme es an. Jo, Moment. So, Entschuldigung. Jetzt wird's rot. Takedown. Wir haben eine Sauerstoffmaske. Lokalisiere den Hubschrauber. Da ist ja ganz angenehm hier. Der muss irgendwo da hinten sein wahrscheinlich. Die Sauerstoffmasken dann einfach wechseln? Ich nehme es mal an. Ich hoffe's. Na, wo stehst du?
Da steht er. Die sehen echt kaum was, die Typen, ne? Ein Schneemobil. Ich glaube, das wäre dezent zu laut. Aber ihn können wir schon mal ausschalten. So. Ich hoffe, hier kommt doch keiner vorbei. Sauerstoff hat sich übrigens nicht... Hat er sich aufgefüllt? Nee. Gibt's jetzt auch noch Wölfe? Kann ich auf jeden Fall nicht mit dem Gewehr abknallen. Das hören die doch sofort. Object Tracker. Der Object Tracker wird im Suchgebiet automatisch ausgerüstet. Je näher du deinem Ziel kommst, desto schneller blinkt das Licht. Das Licht leuchtet permanent und färbt sich grün, wenn du den Tracker genau auf das Ziel richtest. Also schnelles Blinken gut, grün noch besser. Da. Scheiße. Ich habe leider überhaupt keine andere Lieferung. Keine andere Wahl. Als die Viecher hier auszuschalten. Hier ist der Hubschrauber. Was ist das? Nix. Ich muss jetzt aufpassen, da ist auch schon wieder der Wolf. Wo sind die Waffen? Lokalisiere die Lieferung mit dem Tracker. Ach du Kacke. Was sind das für Viecher? Tibetswolf. Nein. Was soll das Ding? Mit dem Tracker, ja. Mann. Ich glaube, wir sollten rennen. Hä? Wieso haben die uns gesehen? Wo ist es denn? Es muss irgendwo dort sein. Okay. Jetzt müssen wir erstmal die Fatzkiste unten irgendwie ausschalten. Lokalisiere Teile der Lieferung. Ach du meine Güte. Scheiße, da kommen ja noch mehr. Da hinten steht auch einer. Den kann ich eventuell so ausschalten. Sogar mit dem Kopfschuss. Nice. Das haben sie mich eh gesehen. Oh, oh, oh. So. Fähigkeiten, ja toll. Kann ich hier Sauerstoff nochmal kriegen? Sind das Sauerstoffdinger? Ach so, die Dinger sind Sauerstoffteile. Dann brauchen wir die ja gar nicht untersuchen, ne? Konzentrier
konzentrieren wir uns jetzt mal hier auf den Tracker. Irgendwo da. Er hat das. Was war da drin? Hier komme ich zumindest rüber. Komme ich hier rüber? Wahrscheinlich, ne? Wow. Der ist mir echt ein bisschen zu riskant, der Typ. Ich nehme diesen. Ne, der ist näher. Komme ich aber nicht hoch. Oder hier außen rum vielleicht? Hier gibt es zumindest noch Sauerstoff. Das ist ja schon mal gut. Okay, und wir müssen bestimmt da hoch. Was ist das denn für eine Mission hier? Hilfe. So, und genau dies ist die Richtung. Da. Was? Ich hoffe, hier war niemand. Den nehmen wir nochmal mit. Natürlich haben die auch super viele Viecher reingepackt, ist ja klar. Nein. Mann. Kackter Mistadler, ich hasse die Dinger. Mann. Sauerstoff. Wo ist es denn? Da oben. Hier. War das der Adler? Bestimmt nicht, oder? Gott verdammt. Ist leer. Wow, hab ich ihn? Das war knapp. Das ist nochmal Laienadler. Jo. Ich heile mich. Wir gehen weiter in die Richtung des Ziels. Der Sauerstoff ist hier zum Glück recht. Was zum gut bemessen. Der Tracker reagiert. Waffen drin sind, warum schickt ihr mich her? Scheiße. Wow. Kehre zu Longinus zurück. Was soll noch für Waffen drin gewesen sein? So ein kleines Ding. Bärenfell. Bärenfell ist gut. Gibt es ja noch weitere Bären. Scheint nicht. Okay, gehen wir mal zu Longinus zurück. Jetzt müssen wir den Weg wieder hier rausfinden. Was ist das? Oh.
So, wie kommen wir denn jetzt da wieder hin? Wahrscheinlich doch hier irgendwie außenrum. Checkpoint. We'll be right back.